Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem kleinen Infovideo zu Cloud RP. Zu Anfang aber würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Promocode verwendet, wenn ihr M drückt, Charaktermenü und dann Aktionscode, dort dann kleines K, großes F, großes J, kleines I, kleines W, großes P, steht auch nochmal in der Videobeschreibung, Copy and Paste, dann bekommt ihr einen kleinen Geldbonus zu Anfang, der euch auf diesem Server helfen kann. Heute zwei Sachen, einmal wie level ich auf und einmal den Punkt Battle Pass. Der Battle Pass unterscheidet nämlich dem der anderen Server. Aber fangen wir erstmal mit Leveln an. Für euch ist wichtig die Visumstufe und ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung. Für euch ist nämlich wichtig die Visumstufe oder das Level, weil ohne dass ihr ein geringes Level habt, könnt ihr gewisse Jobs nicht machen. Also ihr braucht immer ein größeres Level, um Jobs zu machen. Zum Beispiel Level 2 für den Bus-Job, der sich hier befindet. Dann Level 4, glaube ich, war das gewesen beim Collector und Level 5 für den Trucker-Job. Und das bekommt ihr durchs Online-Sein zu jeder vollen Stunde. Egal, wann ihr euch einloggt, ich sage mal 2 Minuten vor und ihr wartet 2 Minuten, bekommt ihr ein XP. Ne? Und ich brauche jetzt nur noch ein XP, also um 20 Uhr, wir haben es jetzt 19 Uhr, um 20 Uhr bin ich dann Visumstufe 3. Wenn ihr VIP-Status habt, unter euch Anfänger werdet ihr das haben. Dann bekommt ihr doppelte XP und levelt somit schneller auf und könnt dann, ja, je nachdem, welche Visumstufe ihr seid, gewisse Jobs machen. So, das dazu, dann zum Battle Pass. Auch im Charaktermenü Battle Pass findet ihr hier den Battle Pass. Wir haben zwei verschiedene, einmal den normalen Battle Pass, der kostenlos ist, und einmal den Premium Battle Pass, den ihr euch mit 800 Cloud Coins kaufen könnt und dann, wenn ihr 1000 XP erwirtschaftet habt, bekommt ihr, ja, entweder wenn ihr den normalen Pass habt, ein Reparaturset für Waffen oder halt, ja, Medikamente, glaube ich, sind das entweder das eine oder das andere. Ja. Ja, wie bekommt ihr XP? Es ist anders wie auf anderen Servern, nicht nur nicht durchs Online-Sein. Sonst war es immer gewesen, mit jeder Spielstunde bekommt man XP. Das ist hier anders. Das funktioniert mit Aufgaben, die wir uns hier aussuchen können. 5 Aufgaben, die wir absolvieren können, suchen wir uns hier raus. Ich sage jetzt mal, fahre Leute mit dem Bus, arbeite im Kraftwerk, Würmer ausgraben, Fische fangen, Taxi bestellen oder von mir aus am Roulette drehen. 5 von diesen Sachen aussuchen und dann bekommt ihr pro erledigte Aufgabe 300 XP und könnt somit ja aufleveln. Es ist auch so wie auf anderen Servern, pro Stufe braucht ihr 1000 XP, um aufzuleveln. Ihr kriegt, wenn ihr alle 5 Aufgaben löst, 1500 XP, das heißt, ihr könnt mit jedem Tag eine Stufe aufsteigen. Und so könnt ihr dann gratis Sachen euch rausziehen. Ne, da könnt ihr hier mal so ein bisschen gucken, was es Schönes gibt. Wie gesagt, wo mehrere Sachen sind, könnt ihr euch mehrere Sachen raussuchen. Ansonsten, wenn bloß eine Sache ist, bekommt ihr dann diese. Kurzer Nachtrag noch, hatte ich vorhin voll vergessen. Ihr könnt auch direkt XP euch ja kaufen mit Cloud Coins. Entweder 1000 XP für 250, 5000 dann für 1000 oder 10.000 für 1700 Cloud Coins. Seht ihr jetzt hier in dem Bild und ja, wer das will, kann das machen.
Gut, Leute, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten habt einen traumhaften Abend und wir sehen uns dann mit der nächsten Folge wieder. Also, Leute, bis dahin und ciao, ciao.